Hallo und herzlich willkommen zum 119. Part von diesem 419 Parts, Leute. Also schon krass. Also diese Zahl einfach. Aber es geht natürlich weiter. Und wenn ihr dabei sein wollt, mich unterstützen wollt, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um in Zukunft kein Video mehr zu verpassen. Würde mich sehr freuen und würde den Kanal beim Aufbau unterstützen. Das war sehr schön von mir. So, Elsa muss bald arbeiten, deswegen schnell schnapp dir die gegrillten Früchte. Und dann gucken wir mal, dass die Geschicklichkeitsfähigkeit erreicht. Ich weiß auch schon wie. Aber das mache ich dann, zeige ich dann im nächsten Part. Weil, ja, in diesem Part, ja, werde ich es nicht hinbekommen. Ist ja auch egal. Wir haben genug anderes auf dem Plan, nämlich um die kleinen Kinder zu kümmern, die verpennen zum Glück. Und um die großen Kinder, weil, ja. Die kriegen es ja auch nicht auf die Kette, sich um sich zu kümmern. Ich meine, sie geht zocken statt zu essen. Okay, mache ich auch. Aber nicht so sehr, dass ich dann ja fast verreck. Ja. Naja. So, du kannst auch mal aufhören mit der zu plaudern mit der alten. Die interessiert doch sowieso keinen. Weird talk. Nein, Spaß. Sie ist ja die Mutter von Elsa und sie sieht nice aus. Also, ja. Ist sie nicht die Clara? Sie ist schon eine tolle Frau. Ja. Außerdem, was kriegt, ist auch nicht schlecht. Das habe ich von ihr noch gar nicht gesehen. Ist wohl neu. Und ja. Ich weiß nicht, ob man es merkt, aber meine Stimme ist voll trocken. Also, entweder habe ich zu viel geredet oder es liegt daran, dass ich Durst habe. Und das Problem ist, ich habe nichts Gutes mehr am Trinken da. Mein ganzer Tee ist aufgebraucht und ja. Ich muss neuen besorgen. Mache ich dann später Geschäfte noch zu, weil es 6 Uhr ist, in der Früh. Und ja, deswegen muss ich das machen. Ist ja auch egal. Genug vom Wheel Talk, von der Wheel. Kümmern wir uns ums Game. So, meine ist noch auf der Arbeit. Du bist dumm am Rumstehen. Du ja, vorne am Trollen, den musst du jetzt nicht machen. Du kannst mal zur Arbeit gehen. Julia. Die Kiddies sind wach, warum das denn? Haben die ausgepennt, ne? Stimmt, ne? Ja. Okay. Das ging schnell mit euer Ausgeruhtsein hier. So, ihr gönnt euch hier auch mal. Obwohl, das schnappt sich Julia. Bevor das Spiel das dann wieder nicht kapiert. Schnappt ihr euch eigentlich mal hier. Ja, davon gibt es eh nur noch 2 Portionen, 2 kleine. Schnappt ihr euch das mal hier. Bild gut genug. So. Dann schnappt ihr euch. Ja, ich denke, das wird nicht komplett reichen. Also wenn die erstmal das hier essen, dann stelle ich ihnen einfach Neues dahin. Ja, nehmt euch. Ist genug für euch beide da. So. Dann dürft ihr euch auch mal ein bisschen unterhalten, ihr beiden, ihr seid ja Halbgeschwister. Das habe ich noch in Erinnerung behalten. Kann mal lustig ein Gesicht schneiden. Ich hoffe, das geht während dem Erst. Müsste aber. So, ihr seid alle beschäftigt. Na klar, wie geht's dir eigentlich so? Bist fertig mit allem? Oh, die mögen sich anscheinend nicht so. Also, zumindest gerade das Gespräch nicht positiv am Laufen. Bist du frech? Nee. Wahrscheinlich einfach nur. Ah, jetzt. Freundschaft ist wieder hochgegangen. Ja, gut, dann. Du solltest hier eigentlich Essen schnappen, aber das war wahrscheinlich abgebrochen. Gut, Octavia, mach mal sauber. Dass ich das mal lebe und ich krieg das hin. Gefällt mir, Octavia, dass du dich mehr um Haushalt kümmerst. Finde ich sehr nett von dir. Aber. Fertig, hier steht noch was und da steht noch was und der Mülleimer ist auch noch nicht in Reichweite. Aber sie kriegt das bestimmt hin. Ich glaube an dich. Mehr oder weniger. Du bist fleißiger am Arbeiten. Ja. Mit meinem Durst läuft auch nicht mehr so solide irgendwie. Du bist am Flennen statt am Essen. Warum jedes Mal? Kind!
Hör damit auf. Sei nicht scheiße. Julia, schrei das Kind mal an. Für die Blödheit. Es hat Hunger, es hat Essen und es isst nicht. Schrei das mal an. Hat das verdient, ey. Dummheit darf echt nicht toleriert werden. Das ist mir egal, kannst trotzdem mit der reden, während du isst. Nicht das Verdorbene, habe ich gesagt. Na gut, ist die gerechte Strafe, ey. Warum bist du eigentlich so wütend? Im Hunger. Anbrüllen, okay. Dann wirst du gleich zurechtgewiesen, wenn du es machst. Das tolerieren wir hier nicht. Das kannst du draußen machen mit Fremden. Jetzt beide angebrüllt hat. Ah nein, das war gar nicht ihre Interaktion, glaube ich, sondern die von Julia. Oder? Ja. Gut. Dann musst du mal hier gucken, ob die noch Scheiße baut. Ja, anscheinend, weil die trotzig ist. So. Und trotzig sind wir auch nicht, Kind. Du bist blödes Kind. Ah, okay, sie hat auch Scheiße gebaut. Also darfst du sie direkt mit anschreien hier. Nein, du spülst jetzt nicht. Hört auf mit dem Abwasch. Ihr kümmert euch sonst auch nicht drum. Meine Fresse, aber dann, wenn ihr euch nicht um den Abwasch kümmern sollt, dann muss der natürlich gemacht werden. Jedes verdammte Mal. Ich hoffe, die Entwickler beheben das mit dem scheiß verfickten Abwasch. Es geht mir um Geist. Ganz ehrlich. Ich meine, die ganzen Wochen, ja, stand der Abwasch hier auf dem Tisch. Oder was heißt die ganzen Wochen? Ein paar Tage oder so. Kein Schwein hat sich drum gekümmert. Bis Octavia jetzt endlich mal den Scheiß. Niemand hat's gejuckt. Jetzt auf einmal, ja, Geschirr muss gespielt werden. Stand überall Teller rum. Und sonstiges vom Essen. Jetzt auf einmal juckt sie das Geschirr oder was? Warum auf einmal? So, nein, du maßregelst sie. Hallo, Maßregel, Julia. Nein, scheiß auf Clara. Maßregel. Hat nicht gemeint zu sein. Oh, meiner wurde befördert zu Netzdämon, das sehe ich eben vor. Er verdient jetzt 145 Simoleons mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 327 Simoleons pro Stunde ergibt. Er hat zu den folgenden Bonuszeiten 4668 Simoleons. Sehr gut. So. Kannst du das mal machen jetzt? Hat sie das gemacht? Weiß ich nicht. Schrei sie einfach mal an. Mach mal zur Sicherheit. So. Nein. Ich wollte die Kamera nicht ändern. Verdammt, das blöde Scheißmenü hier. Nein, du redest jetzt nicht nett mit denen. Du hast sie gerade angebrüllt. Denen die Meinung gegeigt. Das heißt nicht, dass wir nicht reden. So, anschreien wegen trotzig. So. So, du. Julia ist krank. Hat eine Krankheit hier im Gesicht. Zack. So. Du. Kannst mal auf uns zocken. Nein, du kümmerst dich nicht ums Dings hier. Es kommt einfach hier am Tisch. Das kann Octavia wegmachen oder ich. Wer auch immer. Ist jetzt nicht so wichtig. Hauptsache, du machst deine Videos, deine Vlogs hier. Zack, kümmert sich dann auch ein bisschen um die Kiddies, wenn die wach sind. Wahrscheinlich werden die es gleich. So, zack. Da auf zu zocken. Nein. So, du zum Arbeiten fleißig, ne? Ja, Gott. Julio. Du, Anne möchte vorbeikommen, ja. Nein. Jetzt auch nicht mehr mit denen. Hey, du kleine Scheißhaufenkind. Brauchst hier keine Scheiße. So.
So, du kannst mal eben, ja, geh mal eben pennen, vielleicht hilft das ja. Gegen deine Erkältung. Oder ein bisschen Techtelmechtel, aber ich bin beschäftigt. Deswegen lassen wir das mal. Ich muss mich um meinen Ruhm kümmern, rechnen. Ja, Mann, ey. Du sollst nicht mit denen reden! Also. Mach es. Ja, könnt ihr währenddessen essen? Unverschämt für. Echt diesmal belehrt wurde. Für wen haltet ihr euch? Ja. Für die Eltern? Holen schon wieder. Sascha, sag dir mal, wie ich halt hier. Du bist ja Opfer. Du kannst ein guter Opa sein oder ein schlechter Opa. Genauso wie der Weihnachtsmann. Der kann gut sein oder er kann so sein wie in South Park. Dann kommt er mit dem Basie in der Hand. Crazy ist der Mann. Obwohl, nee, ich geh einfach hier hin. Also, ich bin meiner Vampirform. So. Zack. Oh, wir haben negative Billions sogar. Anschreien bei Gemeines. Wir haben gesagt, du bist nicht gemein zu deiner Schwester. Wobei wir das sagen? Als deine Familie, als deine Erziehungsberechtigten? Und ich habe meinen Video-Packs deswegen extra abgebrochen, weil das oben zu hören ist. So, weiter geht der Part. Der 100. Keine Ahnung, 19. Weiß nicht. Ist ja real, Part geht weiter. Kitty ist in dem Bett. Ich habe ein bisschen Offcam weitergemacht. Mache ich ab und zu. Wenn es nicht anders geht. Und wenn ich Bock dazu habe. Ja. Auf jeden Fall kannst du den mal eben ins Bett bringen, dann kannst du ja essen können. Und ich habe meinem so einen Konzentrationstrank gegeben. Den zeige ich mal eben. Und zwar den hier. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gesehen habt. Aber den gibt es einmal hier im Belohnungsstore. Einmal hier draufklicken. Dann sind wir im Belohnungsstore. Und dann können wir uns hier einen Konzentrationstrank für 200. Den hole ich nochmal, weil der klasse ist. Dann bist du sehr konzentriert, das hilft halt beim Programmieren, beim Zocken und bei, ich glaube, bei Logikfähigkeit hilft das auch, also beim Schachspiel. Ja, doch, müsste das gewesen sein. Kann auch sein, dass ich irgendwas gerade vergesse. Brauche ich auch für die Arbeitszeit, die bald beginnt. Und ja, deswegen mache ich das mal. Zwei Level sollten kein Problem sein. Kannst du mir jetzt mal was vorlesen? Oh Mann, ich hab gesagt, der wird ins Bett gebracht. Julia, hör auf dich um den zu kümmern. Es reicht. Hör auf damit. Noch einmal, Julia, und du wirst tot. Es reicht damit. Es reicht. Die Mutter kümmert sich darum, sie möchte dich einladen. Nein. Hör auf. Kümmer dich mal um dein Kind. Das hast du seit Wochen von alleine nicht gemacht. Dich um Marie gekümmert. Oder seit Monaten. Wenn überhaupt. Die mal von alleine Zeit mit der verbringt, ohne dass ich sie halt befehle. Aber um meine Kinder kümmern. Alles klar, Bitch. Stirb weiter, Maus. Es regt mich auf. Eltern kümmern sich drum? Nee, es wird ja eingemischt. Gar nichts damit zu tun. Ne? So, kannst du meine Mann hier? Sehr gut. Nein! Nein! Wag es nicht! Das machen die immer von alleine. Ich hasse das bei den Drinks. Weil der Drink ist auf Zeit. Wie ihr seht, der andere ist abgelaufen. Und es geht nur 3 Stunden. Und er, ach, ich spüre es. Mein ganzes Geschirr ist ja nicht so, als hätte ich für 200 Punkte einen Trank gegönnt. Toll, jetzt ist er wach. Dankeschön. Blöde Scheiß Julia aber auch. Nicht nochmal da einmischen, Hure. Ich schwör's nicht. Ich bring dich um. Ich schwör's, ich bring dich um. Lass dich scheiße sein. Kümmer dich mal um Marie. Hast von allein nie gemacht. Soweit ich mich erinnere. Wenn ja, schreibt's gerne in die Kommentare. Kann sein, dass ich da was vergessen habe. Aber. Ist auch kein Wunder bei 100 Paar, über 100 Parts, ich mein. Nee, du nimmst hier frei. Obwohl, eigentlich sollte ich sie zur Arbeit schicken, was ihre Schuld. Ich habe sie schlafen geschickt, aber sie macht es irgendwie nicht. Ist halt Elsa. Und du hör auf da zu sitzen. Nein! Julia, lass die Scheiße sein. Lass es sein. Kümmer dich um dich, bevor ich dich töte.
Und wehe, du hast die Rechnung nicht bezahlt, wie ich dir aufgetragen habe. Wehe. Wehe. Wehe, Julia, wehe. Nein. Ich habe Nein gesagt, Julia. Lass die Pfoten von ihm. Bevor du stirbst. Es reicht. Kümmere dich um deine Scheiße. Meine Fresse, ihr geht scheiße, aber kümmere dich erstmal um die Kinder, du blöde Schlampe. Anstatt um dein eigenes. So, hast du die Rechnung bezahlt? Wehe, wenn nicht. Wehe. Du hast sie nicht bezahlt. Gut, hast du. Wenigstens etwas. Dann schnapp dir Essen und geh dir nicht auf den Piss. Selber. Schnapp dir hier irgendeine Scheiße. Dann gehst du pennen. Weil ich endlich mal Ruhe vor dir. Hast verdient angespannt. Sascha, nein! Lass es! Du gehst programmieren! Ich hab den Trank geholt, du Spinner! Dankeschön, Spiel! Dass jeder das mal so übertrieben muss, wenn die kleinen Kinder schlecht geht! Buhu! Ganz ehrlich! Das ist das Leben! Hier geht's auch manchen voll auf beschissen! Juckt das irgendwen? Nein! Dessen übertreibt man hier. Meine Fresse. Bei wem auch sei, ich muss nochmal einen Cut machen. 119. Part. 119. Part geht weiter. Ja. Wie gesagt, lasst ein Like da. Abonniert den Kanal, falls noch nicht getan. Aktiviert die Glocke, falls noch nicht getan. Um in Zukunft kein Video mehr zu verpassen, würde mich sehr freuen. Und würde den Kanal beim Aufbau unterstützen. So, mal am Programmieren, Julia am Essen. Die Kleinen, keine Ahnung, was ich machen. Sind am Essen vielleicht? Du bist am Pen? Nee. Das Bett ist verbuggt anscheinend. Aber Octavia braucht seine Pen oder nicht? Keine Ahnung, was in dem Raum das Problem ist. Ich glaube, hier ist so der Kleine ist Pen gegangen. Was bist du immer? Du bist am Essen, ne? Ja, gut. Gut, danach musst du bestimmt auch bald Pen. Aber bis es fit ist, kann man sich um dich kümmern. Na oh Mann, meiner selbst sicher. Trank wird nicht mehr. Gut, weißt du was, haben wir auch damit? Dann kümmert sich mal um den Kleinen. Du hast eh genug Zeit für den Scheiß. Ich will, dass der ja auch mal vorankommt ein bisschen. Den wird sich kaum gekümmert. So. So. Dann möchte ich mal eben gucken. Okay, 15 Stunden habe ich Zeit. Wie sieht's aus? Ich muss das ungefähr ausschätzen jetzt. Ja. Weiter so. Wie viel Zeit ich brauche? Okay, ein bisschen brauche ich dann. Okay. Ja, dann würde ich sagen, kann ich schon zweimal. Mit Flashkarten. So. So. Dann würde ich sagen, wenn ich mir nochmal so einen scheiß Konzentrationstrank. Ja. Die Wirkung davon war irgendwie schon mal besser. Kann sein, dass es gepatcht worden ist. Ein bisschen runtergepatcht. Ja. Aber ich habe einfach keinen Luck. Magnus Arts? Oh! Ich meine, mein Vater hat so eine Scheiße baut. Tavia. Ja, was bist du nicht? Essen kochen. Ich hab zuerst das Klo zu. So würde ich das machen. Erst kochen, dann essen. Macht halt mehr Sinn. Also mal auf Pen. Kann die Gelegenheit hier nicht wahrnehmen. Mit der Videostation. Hier wo wir hier. Ich weiß, Lernen ist frustrierend. Du gehst mir auch immer in der Schule. Kein Bock dazu gehabt, also es heißt nicht, dass ich nicht konnte. Ich hatte einfach keinen Bock dazu, da ja, hinzugehen, gezwungen zu werden. War auch ziemlich unnötig. Also die weiterführende Schule, weil was interessiert eigentlich Geschichte?
Was interessiert mich Mathe, wenn ich sowieso nicht kann? So, weil ich habe da einfach keine. So Mathe, so klar kann ich so. Ja, Grundmathe, ja. So, ja, einmal eins und so, aber Mathe ist einfach nicht mein. Nichts, was ich kann. Ich bin gut in Sprachen gewesen, in Sport gewesen. Warum muss ich dann in Mathe? Das ist scheiße. Also, das ganze Schulsystem ist unnötig. Hey, ich habe gehört, dass du dich mit Maurice Wagner angefreundet hast. Er ist ziemlich cool. Danke, Julia, wer auch immer du bist. Weil ich dich kenne, ist ja auch egal. Keiner möchte vorbeikommen, das ist okay. Du rufst mal an. So, zack. Gut. Das war's. Eigentlich kann ich dann mal das schlafen und nochmal sich Dings kommen. Warum sieht der so inzwischen aus? Der war eigentlich immer lila. Glaube ich. Er sieht jetzt gerade. Ah, Kampf gegen Erkältung. Okay. Ja, obwohl Elsa geht's ja nicht so gut, ne? Du bist mal wieder verwahrt, ne? Gut, gehen wir hier pennen. Zack. Und Bett. Okay, das war's. Ja, du eben um deine Tochter. Die mach was? Obwohl, nee, die muss das essen. Ja, der Teller ist, glaube ich, verpackt. Deswegen kommt er weg. Ja. Ach, jetzt noch Scheiße. Okay. Gott. Das kann sie dann einfach essen. Sparen wir uns die Kosten. Scheiße, ist auch im Klo. Das war jetzt kein Joke, also nur ein halber Joke ist wirklich, also kein, nicht nur ein Joke, sagen wir es mal so. Da wirklich Scheiße im Klo ist. Zack. Gönn dir mal. So, du kannst doch mal aufhören damit, weil du musst dich konzentrieren. Dein Plasma bildet. Das Outfit hat sie an. Also ja, gefällt mir. Aber sie gefällt mir auch natürlich. Ich meine. Schönes Face. Schöner Body. Und das Alter ist natürlich auch wichtig. Dürfte nicht, sollte ja nicht zu alt sein. So, die ist am Stinken, aber es ist mir erstmal egal. Weil ich kümmere mich hier so, Konzentration. Yes. Du musst erst nochmal auf damit. Nein. Julia, nein. Lass es. Aus. Böses Julia. So. Du gönnst dir erstmal Essen hier. Und dann gönnt dir deine. Kommt deine Schwester bestimmt auch noch was zu essen. Eine halbe Schwester hier. Marie. Anstatt dass sie sich mal um Marie kümmert. Nee. Was? Die Verbindung zu. Ach so, zum zweiten Troller, der war an. Hört ihr mich? Ich hoffe es. Ich habe gerade Verbindung zum Controller getrennt, sie ist traurig. Tief verletzt, weil ich von jemandem in der Nähe Zeit wird vielleicht die Wunden von Marie heilen, aber momentan schmerzlos. Ja, dann bau keine Scheiße zu deiner Mom. Und Mom, du baust auch keine Scheiße hier. Julia, ich rede mit dir. Ich rede mit dir. Guck mich an, wenn ich mit dir rede. Oh, ich guck sie aber auch nicht an, ich guck hier hin. Bisschen weiter tiefer hier, dem Bereich und in dem Bereich hier und in dem Bereich. Sie sieht echt schwanger aus irgendwie. Sieht immer so aus, als wäre sie schwanger. So, du hast aufgegessen, nehme ich mal an. Also entweder hat es nicht gereicht oder hast nicht aufgegessen, eins von beiden. Vergessen hat es nicht gereicht. Oh Scheiße, meiner! Ich habe vergessen, mir einen PC zu schicken.
Jetzt spült er erstmal die Scheiße und ja. Nein, Jasminda, ich habe gerade keine Zeit für dich. Und sie ist verliebt in mich. Also sie schreibt mir wahrscheinlich gerade eine Liebesmail. Normal bei The Wheel auf jeden Fall. Kannst du hier mal programmieren. Zack. Mach hinne. Gut, sie räumt auf. Und du machst hier hin. Ja, Sohn, ich muss weg. Du musst eh schlafen, okay. So, die räumt auf, die Haushaltshilfe. Die ist echt eine gute Haushaltshilfe, die Annetta will. Die macht das echt gut. Es gibt auch Haushaltshilfen, die faul sind, um nichts zu machen. Da müsst ihr aufpassen. So, kannst eigentlich des Programmierens mit Kyla plaudern, bisschen hier Komplimente machen. Obwohl, du kannst ihm Wohnungsschlüssel geben. Obwohl, nee, nachher macht sie noch irgendeine Scheiße damit. Ach, egal. Wird schon nicht so sein. Flirten. Oh, sie trainiert. Sie versucht mich zu beeindrucken beim Pumpen. Ich merke schon. Sie versucht mich echt zu beeindrucken. Weil sie hat gesehen, ich komme hier runter zum PC und sie denkt, ey, schau dir mal meine Muscles an. Nein! Ich habe nein gesagt, Julia. Lass die Scheiße sein. Wer ist nicht laut, okay. Ja, dann kümmerst du dich um die, wenn du eh schon dabei bist und keinen Bock auf deine Tochter hast. So. Kann man durch MP, so. Mal das noch programmieren, hoffe ich. So, jetzt kümmert dich um die Fettsack. Wenn du dich drum kümmern willst. Anstatt mal um Marie zu kümmern. Kein Wunder, dass ich so verkommen bin. Und dauernd ihre Anfälle hat bei der scheiße Jewelbaus. Kein Wunder. Er kriegt kaum Aufmerksamkeit von ihrer Mutter. Okay, von ihrem Opa auch nicht, aber. Ja. Das ist nicht meine Schuld. Ich bin nur der Opa. Und gerade wenn ich mich um sie kümmern will, so wie im letzten Part oder war es in diesem Part? Keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall baut sie dann immer Scheiße, wenn ich mich um sie kümmern will. Das ist dann nicht meine Schuld. Laden habe ich dir gesagt. Fettkuh, beweg dich. Nein. Du badest dich. Du wolltest dich um die kümmern. Jetzt beweg deinen fetten Arsch. Bevor du bald drauf gehst. Ich mein's ernst. Ich meine es verdammt nochmal ernst. Kümmer dich drum. Du wolltest dich darum kümmern, du redest jetzt nicht mit der. Beweg deinen fetten Arsch dahin. Und zwar sofort. Aber Dali. Beweg deinen Arsch, Julia. Es reicht mit dir. Es reicht. Wo man hat Geld verdient. Und durchgehst mein Stapelsauger anscheinend. Kannst du machen. Das ist in Ordnung. Finde ich gut. Tschüss, Kyla. Schau, was los ist. Ne? Ich habe ja eh keine Zeit für dich. Was ein bisschen leid tut, aber noch. Also. So, du kannst hier noch einen Concentration Trank. Punkt jetzt auch einigermaßen drauf. Ja, ich glaube echt, das wurde gepatcht. Ist ein bisschen runtergegangen. Das könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, ob es nur mein Gefühl ist. Oder ob es wirklich so ist. Schreibt es gerne in die Kommentare, vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich fühle, das kann ich mir nicht vorstellen. Ist ja auch egal. Kann ich mir währenddessen schlafen? Also ich weiß viel, aber nicht alles. Ich glaube nicht, deswegen unterbrechen wir es mal. Sascha, ich sag dir, wir unterbrechen es. Und du, du hast wieder von deiner Mama angerufen, ne? Nee. Wer wird das? Nein, Meredith, mit dir möchte niemand was zu tun haben. So hast du ausgepennt, Elsa, ja, ne? Nein. Dann gehst du pennen. Mach doch erstmal eins eurer Bedürfnisse zu Ende, ihr scheiß KIs. Meine Fresse. Warum denkt ihr wohl, geht's euch so scheiße jedes Mal? So. Du kannst nochmal hier programmieren eben üben. Sorry, Kleiner, aber ich muss mich ums Programmieren. Deine Mom kann sich eigentlich um dich kümmern. Julia, was machst du? Die Kleine wurde wohl gebadet, sonst wäre sie nicht verspielt. Oh, redest gerade mit der, Gott. Oh, sie redet mit dir, oh Gott.
Gut, genau, sie hat mit ihr geredet. Deswegen war es. Jetzt wird er warnet, ha? Nein, alles möchte niemand mit dir was zu tun haben. Du nervst. Ganz ehrlich. Und warum portet er sich einen Stuhl weiter? What the fuck? Das hat es jetzt voll gebracht mit dem Rumporten. Ne? Sehr gut. Dann machen wir schon den Stream starten. Eventuell. Oh, komm mal. Enkelkitties. Hier geht's gut. Albern wegen Krankheit. Unkontrollierte Lachkrämpfe sind nicht sehr lange durstig. Wie sie ist krank. Aber ich kann dir doch keine Medizin geben, oder? Und seit wann werden Kleinkinder krank? Oder heißt das einfach nur so? Inzwischen. Vorher hatten die das noch nie. Na, ja, gut. Ach so, ich bin am voll falschen Menü. Ich muss nämlich nicht hier hin, sondern hier hin. Geschenke kaufen. Und zwar, obwohl ich die beide haben. So. Ja, zwei Stücken. Dann kriegen sie hier noch eben Badeente geschenkt. So, dann kriegen sie hier noch die Boys kriegen Holzauto. Obwohl Holzauto ist so scheiße. Alle Schmetterling für die Mädchen. Das Monster vielleicht für die Jungen. Oder nee, der Roboter für die Jungen. Dann können wir uns hier ein bisschen Medizin. Ich glaube, ich habe noch im Inventar, aber naja. Ist egal, wir haben eh 1.675.000. 29 Simoleons. 111 haben wir, okay. Sinnfrucht. Ich frag mich, ob das die geheime Sinnfrucht ist. Der ich etwas Besonderes machen kann. Grabstein von Markus Müller. Oh, den haben wir ja auch immer noch. Oh. Der kommt mal. Ach, einfach hier vor die Haustür. Da wird die Besucher abschreckt. So, ich wollte die Medizin so haben. Wo ist denn die? Ach ja, okay. Dann stelle ich eine mal hier ins Kiddo-Zimmer hier rein. Warum hängt es eigentlich bei denen ab? Die haben auch eine Spielkiste. Na, ah, ist egal. Kannst auch da abhängen. Kannst du die nehmen? Die Medizin? Nö. Ja, gut. Wäre mir auch neu, dass das geht. Ja, gut. Kann ich nichts gegen machen. Wie geht's dir bei den Fähigkeiten? Denken hast du fast. Fantasie hast du. Kommunikation fast. Bewegung fast. Töpfchen fehlt noch. Mission. Kann sich irgendwer drum kümmern? Nein, ne? Ihr seid wieder euch nicht um euch selbst am kümmern, ne? Ja. Okay, haben wir auch damit. Weil kannst dir was gönnen. Hast du ja 10.000 Points, ja. Jawohl, Octavia. Du gönnst dir jetzt was. Und zwar bist du mir erschöpft. So, fertig. Als eine Bett ist ja eh verbuggt. So. Dann gehst du jetzt nie mehr pennen. Und ja, kannst mir mehr unter die Arme greifen. Finde ich sehr nice. Habe ich zwei Chars, die keinen Schlaf mehr brauchen. Theoretisch. Und Octavia, das gefällt mir. Ist sehr hilfreich. So, du kannst dich ums Programmieren erst, dann um den Stream. Obwohl ich nicht währenddessen machen kann, aber ist egal. Weil mit dem Job ist mir einfach wichtiger zur Zeit. Weil da läuft ja die Zeit ab. Ich habe ja nur ein paar Stunden Zeit, bis der wieder zur Arbeit muss. So, du hast gebadet, deswegen bist du auch verspielt, deswegen auch hier das Zeichen. So, kannst dich mal um deine Mom kümmern. Wein sprechen. Ja, dann machen wir auf mit zu sprechen. Kannst mal hier eben, wie sieht's bei dir aus? Ja, sie, warum sie ein Buch da unten hat, ist, weil sie Magierin wird, für alle, die es nicht wissen. Also die Kleine hier wird Magierin. Deswegen ist hier, wenn es geht, ist hier so ein Zeichen von einem Zauberbuch. Und bei ihr war das, ne? Zum Beispiel, nee, ich glaube, sie ist ein Mensch. Und, also wird so ein Menschen und... Einer von denen wird auf jeden Fall zum Vampir oder beide von denen hier. Ja. Also sind gerade am Pennen. Sascha ist jetzt besser am Helken, Level 8 der Programmierfähigkeit. Ja. Gut, keine Belohnung.
In dem Sinne. Weil eigentlich kriegst du ja immer Interaktion durch Level Up im Programmieren, aber hier nicht. Ist aber auch in Ordnung. Ja, kann auch, solange der Trank noch geht. Man wird dann ein bisschen Stream starten, sich ein bisschen um die Kiddies kümmern. Okay. Gut, hör mal auf damit. Ist in Ordnung, was du geschafft hast. Kannst dich mal um die Kiddies kümmern, die Kleine läuft dich schon runter. So. Bisschen um Ruhm kümmern, bisschen um Kiddies kümmern und Job natürlich. Boss für bessere Jobleistung bestechen. Oh, das müsste ich sogar eher machen. Das wurde nicht akzeptiert, dass ich Level 8 habe. Noch nicht, aber das wird wahrscheinlich gleich akzeptiert werden. Und wo portet der sich immer hin, der Spaß? Komm mal da mal auf. Ich wurde akzeptiert. Okay. Nein, du sollst hier mal eben kurz was machen. Und zwar sollst du den Boss bestechen. Und zwar direkt zweimal und noch einmal. So, du hast Hunger, du kleiner Pams, ne? Sag ich ganz gut, dass. Ah, fuck, es geht ihm ja nicht gut. Weil er Hunger hat. Das hasse ich so in Sims. So gut wie jedes Mal, wenn die wach sind, ja, müssen die was essen. Das ist schon ziemlich scheiße. Aber naja, das ist halt so. Könnt ihr mal schreiben, ob das in echt auch so gravierend ist wie in Sims? Ich glaube nicht, aber falls du doch so ist, belehrt mich ruhig eines Besseren. Ja. Wenn es denn so ist. Würde mich sehr interessieren. Und damit verabschiede ich mich von dem Part. Wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part, wo ihr hoffentlich wieder mit am Start.